Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, präsentiert von der Campus Suite. Ihr kennt das Format aus der Vergangenheit. Wir wollen wieder ganz bewusst über Themen abseits des Fußballs reden. Und über was kann man mit einem jungen, dynamischen Typen wie Noah Katterbach am besten sprechen? Das Thema Mode. Das bietet sich doch geradezu an. Noah, moin erstmal. Moin, hi. Erzähl doch mal, wie war in deiner Kindheit, in der Jugend dein Bezug zu Mode, wenn es denn überhaupt einen gab? Also ich glaube, in der Kindheit gab es keinen wirklichen Bezug zur Mode, weil man hat eigentlich das angezogen, was die Mutter ihm vorgegeben hat. Beziehungsweise, ich glaube sogar, es war so, man ist immer einkaufen gegangen und ich war immer der Typ, so je schneller fertig, desto besser. Deswegen hat mir eigentlich immer schnell alles relativ gefallen. So, also ich habe da nicht viel rumprobiert und gesagt, nee, das gefällt mir nicht oder so, sondern ich war eher so, dass ich meiner Mutter dann schnell gesagt habe, ja, das gefällt mir und dass wir halt dann schnell wieder nach Hause konnten. Kannst du dich dann an einen Punkt erinnern, in welchem Alter es ungefähr war, wann du so angefangen hast, okay, doch schon so ein bisschen auf den Style zu achten? Du hast ja bei Köln im Nachwuchs gespielt all die Jahre. Ab welcher U-Mannschaft hat es angefangen, dass man sich so ein bisschen Gedanken gemacht hat? Ja, also ich glaube, wenn man dann so ein bisschen in die Pubertät kommt und so, dann fängt das auf jeden Fall an, dass man natürlich dann auch so ein bisschen Wert auf sein Äußeres mehr legt, also ich zumindest, und habe mich halt dann so ein bisschen damit beschäftigt, aber ich muss auch sagen, so wie ich mich jetzt heute anziehe zum Beispiel, hätte ich mich halt vor einem Jahr oder zwei Jahren auch noch nicht angezogen, oder das entwickelt sich halt so mit der Zeit, also wenn du dich da so ein bisschen mit auseinandersetzt und beschäftigst, finde ich persönlich, dann ist das auch so ein bisschen dynamisch, dass du halt gewisse Dinge halt dann auch sich entwickeln und du halt dann auch andere Dinge anziehst oder dich traust auch vor allem andere Dinge anzuziehen. Deswegen, also das ist dann eher so ein dynamischer Prozess. Würdest du auch sagen, dass dein Style dementsprechend auch mutiger so mit den Jahren geworden ist, weil du gerade gesagt hast, sich trauen? Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt ja immer so ein bisschen gesellschaftlich vorgegebenen Style, sage ich mal, wo man halt das anzieht, was gefühlt so jeder anzieht. Das ist jetzt nicht schlecht oder gut, also Mode ist ja auch so Geschmackssache, also jeder kann das anziehen, was er will. Nur finde ich halt, wenn man sich halt so ein bisschen mehr traut, dann sticht man natürlich auch so ein bisschen aus der Masse heraus und dann ist es halt dann schneller so, dass jemand sagt, das ist cool, aber es gibt natürlich auch viele, die sagen so, das werde ich niemals anziehen oder so. Deswegen also, ich persönlich, ich ziehe das an, worauf ich Bock habe, solange es mir gefällt, und so sollte das auch jeder machen. Aber ich denke schon, dass ich so ein bisschen mutiger bin und auch so ein bisschen anders halt mich dann anziehe. Ganz interessanter Ansatz ja von dir, weil wenn man in die USA schaut, wie die Profisportler da zum Beispiel in Richtung Lockerroom gehen, wo ja dann auch schon viele Kameras und Fotografen stehen, dann wird das da ja einfach ganz anders gelebt und ist auch ganz anders toleriert. Mhm. Findest du es manchmal so ein bisschen schade, dass wir da in Deutschland vielleicht ein Stück weit, ja, spießiger unterwegs sind und dass das hier gesellschaftlich einfach nicht so anerkannt ist? Ja, also in den USA oder auch jetzt in UK oder so, da gibt es jetzt auch so ein bisschen die Bewegung dahin, ist es halt so ein bisschen mit dem Sport halt auch verbunden, dass halt die Leute es da auch sehr interessant finden, wie halt die Spieler sich kleiden. Die Mode generell wird ja auch eigentlich von Celebrities, die dann gewisse Dinge tragen, vorgegeben. Also wenn jetzt zum Beispiel Justin Bieber irgendwas anzieht, dann finden die Kids das ja cool und so entwickelt sich dann ein Modetrend, weil halt die Celebrities oder so das halt vorgeben. Und da ist das halt so ein bisschen auch verbunden mit den Sportlern, die natürlich auch eine gewisse Reichweite haben. Also auch jetzt in der La Liga bei Barcelona, Jules Koundé ist halt auch ein gutes Beispiel, der das halt dann auch da ziemlich stark vor den Spielen halt also nutzt, mit seinen Styles da aufzutreten. Und in Deutschland ist das halt so ein bisschen, ja, so ein bissiges Thema, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil die Leute, die da meistens kritisieren, die sind ja selber so, dass jeder anziehen soll, was er will. Und wenn du dich halt dann mal ein bisschen anders anziehst, heißt das ja nicht, dass du jetzt zum Beispiel jetzt keinen Kopf mehr für Fußball hast oder sowas. Also ich zum Beispiel finde auch, also ich ziehe eigentlich gar keine Jogginganzüge mehr so an, für mich persönlich. Also jeder kann Jogginganzüge anziehen, also das soll nicht falsch rüberkommen, aber ist halt auch so ein bisschen, du fühlst dich ja auch so, wie du dich kleidest. Also wenn du jetzt so einen Jogginganzug anhast, dann strahlst du ja nach außen auch so ein bisschen, heute gehe ich es eher mal chillig an, heute bin ich im Chiller-Modus oder so. Und wenn du dich halt schick kleidest, das strahlt ja auch so ein bisschen was aus. Und ich ziehe halt dann auch gerne das an, was ich anziehen will. Aber
kleide mich halt dann eigentlich nie im Jogginganzug, weil ich halt denke, so heute will ich mich gut kleiden, damit ich mich auch gut fühle. Und ja, in der Gesellschaft in Deutschland ist das halt leider so ein bisschen so ein Thema. Ich weiß nicht, ob es halt auch daran liegt, dass Mode halt oft dann mit Geld oder so in Verbindung gesetzt wird, weil ich persönlich zum Beispiel, ich kaufe auch Secondhand-Sachen, also relativ viel. Ich bin mittlerweile so, ich kaufe mir eigentlich gar nicht mehr so wirklich die Designer-Sachen so, wenn dann halt wirklich Secondhand, weil ich halt auch so ein bisschen mich damit beschäftige, wie die Sachen produziert werden und sowas. Und man muss halt kein Geld haben, um sich gut zu kleiden, finde ich. Und deswegen weiß ich halt nicht, wo der Kritikpunkt kommt, aber ist halt leider so in Deutschland ein bisschen so das Ding. Wie groß ist das Thema denn eigentlich in den Fußballkabinen dieser Welt? Du hast jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren, du hast in Basel gespielt, du warst beim 1. FC Köln, bist jetzt wieder beim HSV. Wird da viel über das Thema Mode gesprochen? Inwiefern tauschen sich da auch Profisportler untereinander aus? Ja, also in Deutschland ist es jetzt eigentlich deshalb auch nicht so präsent. Ist natürlich so, dass wenn jemand mal mit einem guten Outfit in die Kabine kommt, dass man dann schon ein bisschen darüber redet oder sowas. Oder wenn jemand zum Beispiel auch wie ich irgendwas anzieht, was jetzt nicht so Mainstream ist, dass da halt dann mal kurz drüber geredet wird und sowas, aber so präsent ist das jetzt eigentlich nicht, weil ja, sobald man halt dann auch am Trainingsgelände ist, dann ist halt Fußball im Fokus und dann wird halt vielleicht ganz kurz drüber geredet, aber dann ist man eh innerhalb von 2 Minuten in den Trainingsklamotten, deswegen, also wird jetzt nicht so krass darüber ausgetauscht im Trainingsgelände. Man merkt aber auf jeden Fall, du bist sehr modeaffin und noch einen Schritt weiter ist wahrscheinlich deine Freundin Hanna, die ja sogar ein eigenes Modelabel gegründet hat. Erzähl mal so 2, 3 Key Facts und inwiefern bist du da auch beteiligt oder bringst dich damit ein? Ja, also sie hat halt eine Modeausbildung gemacht in der Zeit, wo wir in der Schweiz waren, weil ein Studium war halt, also kam halt nicht in Frage, weil sie halt gerne mal bei mir sein wollte und das halt einen schon dann relativ bindet, vor allem wenn halt, man halt dann immer so in der Schweiz ist oder sowas. Deswegen hat sie eine Modeausbildung gemacht, weil sie halt sich sehr gerne mit dem Thema beschäftigt und dann habe ich, also sie hat dann mit meiner Unterstützung dann zusammen ein Modelabel gegründet, was jetzt so in den Kinderschuhen noch ist, wo ich sie halt dann so nebenbei ein bisschen supporte. Neben dem Fußball dann halt auch, was mir halt auch Spaß macht und mich auch ablenkt, aber was hauptsächlich ihr Ding so ist, um halt ihr so ein Standbein vielleicht in der Selbstständigkeit aufzubauen und vielleicht auch mir so ein zweites Standbein nebenbei oder so eine Beschäftigung außerhalb vom Fußball, um mich abzulenken halt ab und zu so aufzubauen. Aber genau, sie macht das jetzt. Unheimlich interessante Eindrücke und da schließt sich dann ja auch irgendwo der Kreis. Noah, vielen Dank bis hierhin. Zum Abschluss dieses Formats haben wir immer noch 3 Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ich würde dich also bitten, dich jeweils für eine Seite, für eine Antwort zu entscheiden und das dann aber auch immer kurz zu begründen. Mhm. Wir starten mit Hoodie oder Rundhalspullover? Ich würde schon sagen Hoodie, trotzdem, weil der Hoodie halt so ein Basic-Teil ist, was man immer halt gut anziehen kann und ich mich dann lieber für den Hoodie entscheide. Wenn ich dich jetzt heute sehe mit deinem Outfit, kann ich mir die 2. Frage fast selbst beantworten. Loose Fit oder Regular? Loose Fit. Weil Regular Fit, wie der Name schon sagt, so relativ regular ist und so ein Loose Fit halt so ein bisschen lässiger und finde ich auch bequemer teilweise ist. Und die 3. Frage, Jeans oder Jogginghose, hast du ja im Prinzip ja vorhin auch schon beantwortet. Da würde ich auf jeden Fall die Jeans nehmen. Früher muss ich sagen, wahrscheinlich der Jogger, aber mittlerweile die Jeans, weil ja, die Jogginghose strahlt halt sowas aus, dass man halt im Chiller-Modus ist. Das kann man auch manchmal sein, aber das ist dann für mich eher so zu Hause oder halt, wenn ein harter Trainingstag war oder irgendwie Regenerationstraining ansteht oder so, wo ich dann den Mut habe oder irgendwo zum Spa fahre oder sowas, dass ich dann halt den Jogger auspacke. Noah, vielen, vielen Dank. Das waren doch sehr interessante Eindrücke mal außerhalb des Fußballs. Wir hoffen, dass es euch auch entsprechend gefallen hat. Lasst gerne wie immer ein Like da, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns hier in diesem großen Kino zur nächsten Folge wieder. Also, vielen Dank nochmal auch an die Campus Suite, die dieses Format wieder ermöglicht hat. Bis dahin, bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV.